Schön, marsch! Ja. Ein bisschen schneller! Heute, nicht erst übermorgen! Hierher! 15, 12, 12, 9 anwesend! 13, 11, 810 anwesend. Der Schleimer fehlt. Wo ist 21, 19, 20, 9? Ha? Wo ist der schon wieder? Ist er auf seiner Schleimspur ausgerutscht oder was ist los hier? Naja, ihr seid der Kommandant. Ihr wisst, wo er ist. Ich schau mal kurz auf der Karte, wo er sich versteckt hat. Ich hab ja euch allen einen Tracker gegeben, also habt ihr gar noch nicht gemerkt. Ich weiß also, wo ihr seid. Ist er. Ah ja, er kommt, ich hab's gesehen. Dein Glück. Mon Dieu, was ist das, eine Schnecke oder wie? Ey, hörst du auf mich anzuspritzen, Ferkel? Hallo. Hallo. Würdest du deinen Allerwertesten ein bisschen schneller bewegen hier? Antreten, zack, zack. Mon Dieu. Also, Nummer? Keine Ahnung. Mahlzeit. Okay. Für Nichtwissen der Nummer 20 Jahre mehr. Du hast jetzt 50 Jahre mittlerweile, nur dass es klar ist. Juhu. Marion hat 100 Jahre, weil er frech war, und Oli hat 150 Jahre, weil er einfach so ist, wie er ist. Da kann er auch nichts dafür. Also. Darf ich jetzt weiter spritzen? Nein, darfst du nicht. Also 21, 19, 20, 9, hä? Ihr habt gemerkt, wir mussten die Nummern wechseln, weil irgend so ein Klugscheißer unbedingt eine 9 hinten stehen haben wollte und nicht eine 4, weil ihm ja zu wenig hoch. So, also. Ihr macht jetzt hier schön brav das Feld weiter. Ich muss meine Reise nach Frankreich vorbereiten und wie gesagt, ihr habt alle einen Tracker unter die Haut gespritzt bekommen. Ihr seid immer, ich kann euch immer sehen, wo ihr seid, okay? Also kein Mist. Also avanti, los, zack, zack. Wie mit nach Frankreich? Wie lange seid ihr weg? Das geht ja einen Scheißdreck an. Ich bin so lange weg, bis ich wieder da bin. Mann, immer diese Fragen hier, du. Wenn die weniger fragen würden und mehr arbeiten würden, du, dann wären die viel schneller fertig, du. 50 Jahre mit dem Kommandant zusammen, oh, so schön. Wenn der wüsste, dass ich in zwei Jahren nicht mehr da bin, du. Dann kommt mein böser Nachfolger, der wird ihn auspeitschen bis zum geht nicht mehr, du. Marian! Weiter spritzen. Das ist furchtbar, der Schleimer da drüben, ne? Jo. Oh. Was ist los, Mike? Hast du die Spritze verloren? Nein, nein. Oder hast du kaputt gemacht? No. Läuft. Ja, läuft, ne? Ja, hier. Wie sieht so eine Schlauchleitung hätte hier, ne? So, nicht immer nachfüllen müsste. Also, ich hab was von einem Tracker verstanden. Was, Tracker? Achso, ja. Ich glaube, er meint nicht ein Traktor. Ach so. Ne, ich meine, ich denke, er meint solches GPS-Zeug. Ah ja, okay. Und die Satelliten, die GPS. Habt ihr das noch nicht gesehen, dass unter das blinkende, rot blinkende unter der Haut? Doch, hab ich schon gesehen. Ah, das ist das. Ah, okay. Ach, schade, ich hab. Ich dachte, wir kriegen. Schlepper. Was hast du gedacht, dass wir am Flurheizband oder was? Na. Mann. Also ich habe ja gedacht, dass das eine Eintrittskarte für die rote Laterne ist. Aha. Für was? Für die rote Laterne.
Ja. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, da dir, da 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 da. Ich gehe mit meiner Spritze. Oh Gott, ist ja gleich wieder leer. So, wieder zu die Anfang davon laufen. Ich bin gleich fertig. Ich habe eine Runde durch gleich. Wow. Ich habe schon ein paar Bahnen geschafft. Das Basti, pass auf, dass du nicht ausrutschst. Nee, es ist trocken genug alles hier. Mhm. Ich habe schon viele solche Leimspuren hier auf dem Feld gesehen. Mhm, ich auch. Wie viel Service bitte? Ich nicht. Marian! Hm. Guck mal darüber. Da stehen was? Schiffe. Wo? Am Wasser. Wo? Links oder rechts? Ich weiß ja nicht, wo du gerade läufst. Nee. Alles muss man hier noch nacharbeiten. Also ich sehe keine Schiffe. Läufst du gerade Richtung Auto oder Richtung Hänger oder weg von der Hänger? Weg. Dann musst du nach rechts gucken. Ah, da ah, unten. Ah, da, ja, da wo Wasser ist, genau. Sollen wir es versuchen? Naja, ich habe 150 Jahre, was soll mir Schlimmeres passieren? Das stimmt. Spritze ist leer. Ja, meine auch. Ich bin wieder vollgeladen, ich kann weiter spritzen. Gut für dich. Schönes Workout. Wir müssen schon wieder nacharbeiten hier. Wer hat denn hier am Rand nicht richtig gemacht? Ich laufe hier Bahnen. Und die sind richtig gemacht. Ja, meine auch. So, die 13, 11 und 10. Und weiter geht's. Puh. Was denn? Wie du? Na, alles gut. Hast du kaputt gemacht? Nein. Ja. Du wieder nachspritzen. Ja. Also ich hoffe sehr, dass der Kommandant mindestens 2 Monate weg ist. Dass wir das Feld einigermaßen fertig kriegen? Oder zumindest halb? Nein. Sondern? Für ein Auto. Das. Ja. Da geht ihrer auslassen hilft auch nicht, dass das Gift sich so verbreitet. Das geht ihr aber auch wieder schleppen vor sich hier, meine Güte. Was ist mit euch los? Mach mal ein bisschen zack zack hier. Warum schon zack zack? In 2 Wochen müssen wir ansehen. Also hungrig geht das ziemlich langsam. Ha, Basti, hörst du was? Er beschwert sich, dass er hungrig ist. Jetzt weiß er, wie es uns ging. Oder geht. Egal. Ist ja nicht besser geworden. Nee. Aber hey, ein schönes Workout hier. Kein Kommentar. Verstehe ich jetzt nicht.
Ich verstehe auch nicht, warum du das nicht verstehst. Ist doch schön hier. Bin an der frischen Luft. Dran jetzt laufen. Olli? Und ja. Die bezahlen dafür. Hast du schon jemals von Gehirnwäsche gehört? Ja. Hm. Scheint zu funktionieren. Hm. Und du bezahlen dafür. Ist kostenlos. Muss ich den Kommandanten aber loben. Wieso? Ja, dass wir das kostenlos kriegen. Basti? Ja. Ist dir zu heiß vielleicht? Nein. Mein Schlauch ganz stramm. Mhm. Ich würde mal sagen, der schnüffelt das Zeug anstatt auf dem Feld auszutragen. Glaube ich auch. Isionis, hierher bitte. Alle mit der Spritze. Da bin ich jetzt am entferntesten Punkt hier von meiner Bahn. Wenn Sie was zu essen wollen, kommen Sie jetzt oder sonst lassen Sie es. Darf ich die Spritze stehen lassen? Nein, Sie kommen mit der Spritze. Oh. War klar, dass der nicht durch die Türe passt, wieder als erstes da steht. Also Herr Kommandant, aber wir müssen eigentlich auf 16... Hören Sie auf rumzuschleimen, machen Sie hier jetzt das, stellen Sie jetzt Ihre Spritze ab. Noch 16 Minuten müssen wir machen, dann ist halb 10, dann ist Mittagspause. Frühstück. Wo gehen Sie jetzt hin? Ich habe gesagt, Sie sollen hier bleiben. Ja, wir machen noch 16 Minuten, dann komme ich Nein, wieder. Nein, 21, 19, 20, 90, kommen jetzt sofort wieder zurück, sonst gibt es 10 Jahre mehr. Das freut ihn doch. Falsch. Okay, Sie kriegen 50 Jahre weniger. Sie werden gleich heute entlassen. Verdammt, ich komme. Funktioniert doch immer wieder dieser Spruch. So, 2 von 4 sind da. 2 von 4, genau. 2 von 3 sind da. Wo ist der Rest? Bin auf dem Weg. Ich auch. Ja, den IDC sehe ich. Wo ist denn der andere abgeblieben? So groß ist doch das Feld gar nicht. Ich war genau am anderen Ende. Das sind doch nur 12,13 Hektar. Also. Olli, jetzt mach mal hin, ich muss weiter spritzen. Ja, ich muss die Spritze mitbringen. Da kann ich nicht rennen mit der Spritze. Gefangener 13 11 810. Kommen Sie mal zu mir, bitte. Ja. Gut, Sie sind dafür verantwortlich, dass hier jeder was zu essen bekommt. Das Essen ist hinten auf der Ladefläche. Schnauze. Weißt du, wir kriegen wieder nichts. Essen ist hinten auf der Ladefläche und wenn Sie die Kollegen hier betrügen, dann Gnade ihnen Gott. Oder sonst irgendwer. Okay. Also keine krummen Dinger, so wie in Slowenien das letzte Mal. Und wir warten, bis der letzte Gefangene auch da ist. Ja, ja. Hallo! Die Ladefläche ist aber leer. Auf der Ladefläche hat's was zu essen. Schauen Sie genau hin. Hm. Virtuelles Essen? Er ist sie wirklich blind, was Essen betrifft. Herr Kommandant, so. Sie müssen ihm das nachsehen. Er ist nicht mehr ganz so taufrisch mit seinen Augen. Also, deswegen auch die Brille. Genau. Ladefläche, Essen runternehmen, Klappe zuhalten, Essen. Oh, die können vom Glück sagen, dass es das die Genfer Menschenrechtskonvention gibt, sonst würden sie nichts zu essen bekommen. Du. Ich hab alles weggegessen. Ich hab noch gar nicht so viel. Slowene? Ja, bitte. Hast du ein Glück, dass es geklingelt hat? Aber du musst. Ich? Du
Du hast aufgegessen, du bist gestärkt. Nee. Ich habe gar nichts gekriegt. Aber gut, ja, liebe Zuschauer, wir sind am Ende der Folge. Wir hoffen sehr, dass euch die Folgen gefallen. Ja, wir würden uns sehr freuen über Kommentare und Likes. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Au revoir.